In Epoche 6 kannst du die Jagd erfinden. Von da an kannst du verschiedene Rohstoffe aus erlegten Tieren gewinnen. Sehnen gibt es nur aus Rentieren. Falls du noch keine Rentiere sehen kannst, lass deine Stonies doch erstmal an kleineren Tieren üben. Mais gibt es als Wildpflanze im zweiten Gebiet, rechts neben der Kultstätte. Wie alle Rohstoffe wächst auch er wieder nach. Wenn du besonders viel davon brauchst, empfiehlt es sich, einen Stony für längere Zeit ernten zu lassen. Je länger, desto höher der Ertrag. Nüsse wachsen an Sträuchern, genau wie Beeren. Auch hier gilt, lass einen Stony längere Zeit sammeln, falls du eine größere Menge brauchst. Das Obsidianmesser ist nicht immer erhältlich, weil es zu den Bonus-Items gehört. Aber keine Sorge, alle Aufgaben, die ein Obsidianmesser erfordern, können auch mit herstellbaren Werkzeugen gemeistert werden. Das Messer ist für das Spiel also nicht unbedingt notwendig. Schnitzsteine sind Werkzeuge, das heißt, sie können am Werkzeugplatz hergestellt werden. Als Rohstoffe benötigst du übrigens zwei Faustkeile, die man auch am Werkzeugplatz herstellen kann, Steine und natürlich genügend Nahrung. Nahrung, die schlecht geworden ist, kannst du wegwerfen, indem du sie im Lager auf den Mülleimer ziehst. Natürlich kannst du auch alles andere wegwerfen, wenn du zum Beispiel Platz im Lager brauchst. Einfach auf den Mülleimer ziehen und die Menge angeben, die entsorgt werden soll.